Lini und Horst sitzen in der Mitropa und rollen so langsam Florenz entgegen. Es gibt schöne Knötschis und danach gibt's vielleicht noch einen Carario. Oder hieß das Café Coretto? Naja, Hauptsache Kaffee und Schnaps. Hauptsache Italien. Da überlegen sie, was könnte man in Florenz denn noch so machen, außer Fußball schauen? Bier trinken. Oh, oder mal schön Spaghetti essen. Oder mal hier so ein Espresso trinken. Oder hier einen Cappuccino. Oder bitte schön Kultur mal machen. Stimmt. Wird Florenz nicht auch noch Arno Dresden genannt? Na, die hatten ja, glaube ich, auch mal, oder haben eine Städtepartnerschaft. Wie ist denn das? Wirklich? Ja, ich glaube. Aber die beginnt, glaube ich, erst in 2 Jahren, ab 78. Da kommt mit einem schönen Stracciatella-Eis in der Hand Max. Ciao, ragazzi. Tutto bene. Habt ihr noch genug Peroni? Und habt ihr gerade das Plakat hier draußen gesehen? Hä? Was für ein Plakat? Alter, wir sind kurz vor Florenz. Hier ist alles bibbidi-babbidi-bu. Verstehen wir doch eh nicht. Hier, guck doch mal, gerade wieder. Calcio Storico steht da drauf. Oh ja, Calzone, ganz herrlich. Nicht Calzone, Calcio Storico. Das ist so eine Art historisches Fußballspiel. Das zocken die hier in Florenz. Rotz, nie gehört. Was ist denn da anders als beim Fußball? Naja, eigentlich ist es Fußball. Aber irgendwie auch nicht. Im Grunde genommen geht es darum, den Ball ins gegnerische Tor zu schießen. Egal wie. Kannst alles benutzen. Hände, Füße, Kopf. Und es gibt eigentlich auch keine Regeln, außer dass du nicht von hinten angreifen darfst und nicht gegen den Kopf treten darfst. Aber ansonsten schwarten die sich da richtig und da hat auch jeder Spieler seine Aufgabe. Also entweder bist du Läufer, Angreifer oder Zerstörer. Da kannst du dann deine Leute freiblocken und den Gegner einfach umschießen. Jede Mannschaft stellt einfach mal 27 Spieler aufs Feld. Hä? Und gibt noch mehrere Schiris. Da ist also ordentlich Betrieb, Leute. Geil ist auch, wenn du übers Tor schießt, kriegt die gegnerische Mannschaft einen halben Punkt. Da gibt es dann so lustige Ergebnisse wie 8,5:3. Boah, das ist quasi wie ein bisschen in der Kreisklasse, oder? Ja, so ungefähr. Ein Spiel geht da auch nur 50 Minuten und unterbrochen wird dann nur, wenn Sanitäter aufs Feld müssen. Ansonsten nicht. Es gibt doch keine Liga oder sowas. Aber gut, das macht doch keinen Sinn, wenn es nur 4 Mannschaften insgesamt gibt. Hä? Wie nur 4 Mannschaften? Na, 4 Mannschaften, mehr gibt's halt nicht. Jede Mannschaft kommt irgendwie aus einem anderen historischen Viertel Florenz und deshalb ist das dort auch so eine krasse Sache. Also es ist wirklich wie Volksfest. Wenn die immer Ende Juni ihr Turnier ausspielen und am 24. Juni ist immer das Finale. Schon am Ostersonntag werden die Halbfinals ausgelost und dann warten auf den Sieger des Turniers ewiger Ruhm und Ehre. Und das wird dann quasi nur in Florenz gespielt oder was? Yep, so ist es. Seit dem 15. Jahrhundert. Und immer auf dem Kirchenvorplatz mitten in der Stadt. Da wird sogar extra Stadion aufgebaut mit Stahlrohrtribünen, ausschließlich Stehplätze und fürs Spielfeld wird Sand aufgeschüttet. Die Tore gehen dann auch über die ganze Spielfeldbreite. Das müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Ist da bis auf die Stahlrohrtribünen aus Fansicht auch noch irgendwas geboten? Na logisch, ist immer ausverkauft, wirklich totales Volksfest. Und die Tifosi unterstützen ihre Jungs aus dem Viertel auch mit Fahnen und massig Pyro. Ich glaube, irgendwann wird da mal was abgebrochen werden müssen, weil es dort eskaliert. Aber eigentlich ist da weitestgehend alles friedlich zwischen den Fanlagern. Denn Spieler und Fans der Mannschaften gehen auch zusammen zur Fiorentina in die Probe. Im Endeffekt sind das eigentlich alles Kumpels, die sich beim Calcio Storico dann gegenseitig auf die Fresse hauen. Wir müssen da echt mal hingehen. Also das ist nicht normal, oder was? Puh, Horst, da geht mir schon ein bisschen der Stift. Sicherlich, da wollte ich nur Fußball spielen. Naja, weiß nicht. Und darf man da als Auswärtiger überhaupt mitmachen? Theoretisch schon. Aber ob du das willst, ist die Frage. Es dürfen auch nur 2 Leute pro Team nicht aus Florenz kommen. Und wenn du eben Auswärtiger bist, musst du dich übers Training in die Mannschaft spielen. Viel Spaß dabei. Naja, vielleicht gucken wir es dann doch erstmal aus der Ferne an. Scheint ja wirklich völlig krank zu sein. Echt so. Die wollen den Sport jetzt auch ein bisschen mehr vermarkten, habe ich gehört. Sogar von Live-Übertragungen, so im Käse ist die Rede. Aber da stellen sich die TV-Sender noch quer. Sei wohl zu brutal oder so. Also, wir sind gleich da. Na, da freuen wir uns erstmal auf ein geiles Spiel, aber ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Jetzt haben wir uns ganz schön durchgeschnurchelt und die haben ja auch diesen Mittelfeldspieler, wie ist der Fabrizio Spaghetti oder sowas. Das ist ja eine ganz große Nummer. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir nochmal so ein Mehl haben wie in Patras, deswegen das Stadt angucken, bevor wir wieder daheim in die Tristesse müssen. Salve amici. In questo video annunceremo alcuni treni dalla stazione di Firenze Campanate. Los, ist ihr Lebensfreude, raus! Prost! Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.